Nahe der tiefe Ausläufer bestellt uns übers Wochenende ein Orkanschneesturm, der sich gewaschen hat. Sollten Sie also eine Rodeltour planen, vergessen Sie nicht, Ihren Kindern ein Bügeleisen in die Jacke zu stecken. Ansonsten könnte es sein, dass der Filmtitel Vom Winde verweht für Ihre lieben Kleinen eine völlig neue Bedeutung erlangt. Die Straßen werden voraussichtlich völlig vereisen. Sollten Sie also vorhaben, endlich den Besuch Ihrer Schwiegermutter zu realisieren, wäre jetzt die Gelegenheit, mit einer Einladung wenigstens den guten Willen zu zeigen. Für die frisch Verheirateten unter Ihnen, die Temperaturen erreichen bis morgen Mittag Tiefstwerte um minus 20 Grad Celsius. Für September des kommenden Jahres wird daher mit einem statistischen Anstieg der Geburtenrate um bis zu 20% gerechnet. Und jetzt geht's weiter mit Musik. Schatz, glaubst du wirklich, ich kann dich 3 da allein lassen? Also, im Frigo finde ich aber heute viele. Aber durch das ein bisschen anbrauche, musst du nicht roh essen, gell? Und vermeide Käse und Konfitur. Und am Sonntag bin ich ja schon wieder da. Und denk dran, wenn du von draußen reinkommst, putzt da die Fäße ab, sonst wärst du aber der Aufwärtsnummer beleidigt, gell? Dann wärst du nicht. Und dann denkst du dran, heute Abend ohne die Tür abzusperren. Du wärst mir schon 2 eingebrochen, Krebs. Und hast du dir gemerkt, wann hast du die Puppe hinstellen musst? Natürlich, das wärst du auch wieder nicht. Gott sei Dank sind ich nur 3 da fort und kenn 3 Wochen. Und sonst wärst du deine Pizzaservice da ohne subventionieren. Und ich werde von nur der Pappeldeckelschachtel kein Tier mehr reinkommen. Am Samstag, die Pubellenstelle, hörst du? Ich sehe schon. Am besten schreibe ich da alles auf. Ja. Ora rufe ich die Mama an. Ich soll also mal den Ballon kommen, gell? Doch. Ich glaube, das wäre das Beste. So machen wir's. Ja, Mama, ich sehe es, Caroline. Ich stell dir mal vor, jetzt ist es ja so weit. Ich stehe schon da mit dem Mantel und mit dem Hut. Du weißt doch, der Schilbert hat mir doch an meiner Geburtstag das Wochenende auf eine Schönheitskur bezahlt. Und jetzt ist der da. Ja, zuerst habe ich gedacht, ich nehme den Schilbert mit. Er steht im Abend morgen so ein paar da. Aber neuer habe ich gedacht, ja, was soll ich ja mit dem anfangen, gell? Ja, bloß mit dem Hemd, ja. Und jetzt er hat sich ja etwas aufgefangen. Er lud so Trieb ins Vera. Er hat auch so dicker Hals, er gefällt mir nicht so. Wir sind gerade am Fiebermessen. Was? Nee, das brauchst du nicht, nee. Was verstecken? Eine Schnecke! Selbstgemachte Schnecke? Ich rate mal. Wolltest du vielleicht selbstgemachte Schnecke? Doch, ich denke schon, dann bringst du noch mehr mit. Und dann ist sie eingefrieren. Und dann brauche ich die ganz nächste Woche, wenn ich heimkomme, nichts zu kochen. Dann gibt es selbstgemachte Schnecke. Ja. Ich weiß schon, dass die Puppe ausgestellt wird. Ich habe es ihm schon so gesagt. Ich glaube, da weiß es immer noch nicht. Ja, also mach's gut, gell? Ja, salut. Jetzt gehen wir mal um, ob du Fieber hast. Du kochst ja. Komm mal her. Nein, das ist nicht hochgegangen. Das ist kein Fieber. Aber vielleicht ist diesmal besonders ernst, ja? Du weißt, Ehemänner leben länger als Junggeselle. Bevor sie in der Ernst bereit zu sterben, ja? Ja, immer. Also mach's gut, mein Schatz, gell? Ich war am Reisen, ich habe wieder da. Und machen wir kein Dummheit. Oh,
Woher werde ich dann Dummheiten machen? Ich gehe dann noch gleich ins Bett und schlafe mich mal anständig aus, ja? Ja, wer schlaft, sündigt nicht, ja. Ach, drei da auf der Schneenetzkur. Ich werde mich so richtig verwienen lassen. Peeling, Gesichtsmassage, Manikur, so alles Schönes für mein Teint. Also, dieses Jahr hast du dich für meinen Geburtstag richtig in Ungäste gestürzt. Ja, hoffentlich bringen sie etwas, gell? Was? Ja, ich will es sagen. Hoffentlich bringt es etwas. Erhol dich gut, mein Schatz, ich will es sagen, ja? Ja, ja, ich denke schon. Also mach's gut, gell? Ja. Ich weiß ja nicht, wie er da, gell? Jawohl. Weißt du, das mit meiner Krankheit? Ja, mach da nur nichts draus. Die Schweißbrille, die wird sich schon bald wieder lehnen. Ja, da du weh. Brauchst du dich noch Sport, die verderben zu lassen? Ja. Geh dann noch an die Apotheke und hol mir noch ein paar Schmerzmittel und noch etwas zum Einschlafen. Ja. Und soll's tatsächlich schnell mit mir bergab gehen, gell? Da habe ich mir aus der Zeitung schon so Notgehend rausgeschrieben. Aber nur für den schlimmsten Fall. Ja, also mach das, nur mal kennst du. So, hier ist meine Erbe. Achtung! Achtung, Musik! So, da kommen wir noch. So. So. Und. Hier sind die Erbe. Ja, was soll's dann? Ja. Hoi, laut Zeitplan willst du ganz genau in 12 Minuten da sein. Wie? Du rufst aus dem Auto an? Ja, sag mal, weißt du nicht, dass wir während dem Fahren gar nicht telefonieren darf? Was? Glatt ist? Ah ja, umso schlimmer. Oh, du großer Gott, sei nur mal vorsichtig, ja. Aber. Weißt du, der Zeitplan muss ganz genau eingehalten werden. Ja? Ja, es ist gerade vorher da der Venus. Und die Demenageure, die kommen jetzt ganz genau bis in 17 Minuten. Ja? Ja, ja, also die meisten Sachen sind ja schon verpackt, ohne dass sie etwas bemerkt hat. Die ist ja so sehr mit sich selber beschäftigt, ja, weißt du ja. Die meisten Krafter, die stehen schon drunter im Keller. Mhm. Ja. Und heute. Ja, also bis jetzt in ganz genau 27 Stunden, 24 Minuten und 13 Sekunden und da fahrt mein Flugzeug, na mein Loch in die Freiheit. Ja, also dumm dich jetzt ein bisschen, gell? Was? Wie? Pardon. Wie? Du siehst nichts mehr? Peter! Peter, ich hör dich ja nicht mehr! So, Peter, du meld dich doch! Was ist los? Peter! Was? Du hast eine ältere Dame vom Kappo? Jesus, Maria und Jose. So, in die Judekasse, ob es dort ein paar Stutzer gibt? Hä? Ein ganz gewiss. Du, da bewegt sie sich dann noch. Hä? Wie? Sie demoliert das Auto mit einem Gehstecker? Also, das ist ja schon gut. Du, schau, was du hier schnell daherkommst, gell? Und vor allem der Sohn, denn ich brauch dich da. Mhm. Während der Sitz mache ich da mal eine Flasche Stopp auf, ja? Und dann stoße ich mir zuerst einmal an, für mein neues Leben in der Sonne, gell? Also hoppla, bis nachher! So! Darf ich die Flasche holen? So.
Du, na, willst du noch einmal das du nicht mehr erst mal ein fixer Bursche, ja? Du! Komm doch nur mal rein, sicher nicht gesprochen, komm! Ja, aber ich war schon arg fleißig gewesen. Ja, ja. Ja, ja, Peter. Also, wie lange habe ich auf deine Tage gewartet? Nun ist er endlich da. Muss mich ein bisschen entschuldigen für deine Töne, ne? Wo da ist, gell? Aber wo geholt wird, gibt's ja auch Späne, ne? Ja. Ja, ich weiß. Ich hätte mich ja schon längst der anderen Nachbar können vorstellen. Aber ich habe ja selber die Wohnung voll Karton. Aber ich habe doch überhaupt noch gar nichts getrunken. Das kann doch überhaupt gar nicht wahr sein. Ihr müsst mich entschuldigen, aber die Idee war nicht so. Und weil ihr gerufen habt, dann bin ich gerade reingekommen. Na ja, sicher, sicher, gewiss. Ihr müsst mir helfen. Ich bin ganz geniert. Ihr wäre echt bestimmt wundern, warum ich in deine Tönnerin platze, gell? Ja, ein bisschen schon, ja. Zuerst will ich mich mal vorstellen. Jacqueline Toussaint. Oh, ich bin die neue Nachbarin von der Iva. Es macht mir Plaisir, ja. Ich habe gestern damit angefangen, die Wohnung in zu ziehen. Nur das Bett habe ich provisorisch aufgebaut. So, so, ja. Das war meine erste Nacht in meiner neuen Wohnung. Ah, ja, ja, ja. Stehe ich? Nein, nein, die geringste nicht. Ja, machen Sie nur wieder. Also, wo waren wir gewesen? Es war die erste Nacht in der Nacht. In meiner neuen Wohnung, ja. Genau. Mhm. Gerade war der Zeitungsmann da gewesen. Ja. Er lädt ja immer die Zeitung von der Haustür. Da bin ich rumgegangen, was das für Krach ist. Weil alles so neu und so ungewöhnlich ist. Wissen Sie noch? Ja, 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 ja. Sicher. Ja, da bin ich raus, habe ich gerade noch eine Runde Flitze gesehen. Und dann habe ich mich herumgedreht, ja. Weil ich ja noch nichts für den neuen Gast gehabt habe. Ja. Ja, und dann ist es passiert. Dann ist es passiert. Peng hat's gemacht. Was? Hat auf euch geschossen? Aber nee. Nee? Die Idee ist so gegangen. Und weil draus noch mal so knapp ist, kriege ich jetzt die Idee nicht mehr auf. Aber das ist doch jetzt nicht so schlimm, Madame. Da rufe ich euch jetzt den Schlüsseldienst an und dann macht euch die Idee schon wieder auf. Ja. Ja. Es ist Freitag und man schafft da. Müsste ja das gar kein Problem sein. Nee. Oh, ihr seid aber nett. Ja, 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 schon gut. Da, komm, trinken Sie doch ein Gläschen mit, ja. Ah, nee. Auf dem nächsten Mal vertraue ich das nicht so, wissen Sie, ne? Ach so, da fehlt mir ein Essen. Ah, hier. Ah, da kommen Sie doch gerade mit in die Küche. Da habe ich noch ein bisschen Geschirr stehen. Wissen Sie, der Rest ist schon alles in Karton verpackt, ja. In Karton? Ja, das ist jetzt so lange Geschichte, als ich euch das jetzt alles so sehe. Aber kommen Sie jetzt mit und dann essen wir. Erst mal etwas. Maria! Oh, ihr seid aber lieb! Ja, ja, ja. Aber das da nicht mehr Sinn. Peter! Peter! Das du siehst! Ja, Alter, komm doch rein, komm! Ja. Oh, oh. Sag ich ja. Sag mal, aber heute, laut Zeitplan hast du ganz genau 3 Minuten Verspätung, ja? Hast du unsere Pinkelzeit auch eingeplant? Ja. Der Ausgang, da stürmt's und schneit wie verrückt. Wenn so wie das geht, läuft in ein paar Stunden überhaupt nichts mehr. Um ja, ja. Himmels Willen, ja? Ja. Um die 12 Minuten sollen die Dämmen auch schon da sein. Du, ja, deine Zebrastreife vor ihr, gell? Und ich glatt übersehen, du. Hat ich da plötzlich also all die Schachtel, du, mit auf dem Kapo sitzen, du. Mehr ist nicht passiert. He. Du, sag mal, aber mit deinem Fahrstil, gell, da haben wir jetzt bald kein Problem mehr mit der Finanzierung von der Pensionskasse, hä? Ist es schon fort? Wer? Heißt Caroline, deine Frau wirst du so schnell nicht vergessen, ne? Ei, natürlich ist die fort, ei, natürlich. Aber Peter, sag, ja. Du glaubst gar nicht, wie ruhig als man sich da so plötzlich so vorkommt, ja? Gar keine Gnatscherei mehr, ja? Ja, ne? Dein Traum, dass du am Traum, dass die Puppele nur so stellst. Sag, du, ich kann's mal gar nicht hören, ja? Hast du überhaupt schon einmal die Puppele nur noch getragen? Nee. Ja, nee. Warst du deiner Frau überhaupt schon mal behilflich in der Haushaltung? Ei, klar, ja, ich sag na ja immer, Schatz, wenn die Tudes
zu schwer sind, ja. Alter, geht doch lieber dreimal, ja. Und du hast jetzt wirklich vor, endgültig zu verschwinden? Was heißt da endgültig? Ich habe jetzt die Nase voll. Also die Frau, die führt mich ja noch direkt in die Höhle, ja. Aber so, der Plan da mit der Schönheitskur, der war super, ja. Genial. Und, die Idee kommt von dir, ja. Das war ja junge fast Spaß. Ich hätte doch nicht gedacht, dass du das verernst machst. Haha! Morgen nehme ich die Maschine und fliehe dann mal auch da und weg sind ich, ja? Aber du, vergiss mir nicht, Fatina, schließe ich das mitgeben von deiner Bud. Ja, schon klar, ja. Ey, aber sie ist junge Frau, du weißt schon, gell? Ja, ja, sie ist ja junge Frau, die auch rübergeht, bis ich dort einmal eine Wohnung gefunden habe. Ja. Mensch, Mann! Ich werde mir dort so ruhig einen Shop suchen und das Leben in der Sonne genießen. Ja, ja. Denn, weißt du, auf mein Loch, da gibt's keine Hitzerei, keinen Stress, ja, nur mal Leben, ja. Und wenn ich dann in der Maschine sitze, fahre dann über zu fliehen, da fängt für mich ein neues Leben an. Da fühle ich mich wie frisch geboren, ja. Dort werde ich meine eine Fisch aus dem Meer fangen, ja. Und voll in der Dahnen leben. Ich weiß nicht so richtig. Die Umwelt ist doch überall so belastet. Ja. Herr Rersch ist an Abend, gell? Ja. Und ich eine Dose Sardinen aufgemacht, gell? Ja. Ja. Alles voll El? Nein! Hallo. Und die Fisch war tot, ja. Was gibt's denn jetzt überhaupt aus in Karolin? Wenn das rückkommt, das wird ja so viel zu erzählen, gell? Dass das die erste Stunde gar nicht merkt, dass ich da fehle. Und wenn die dann begriff, was da los ist, dann wird das so entsprechend hysterisch werden. Aber das geht schon wieder schneller rum, ja. Das werde ich dann schon wieder mit meinem anderen Dresden, ja. Aber du, Sir Peter, weißt du auch, dass der Boris Becker auf mein Locker ein Haus stehen hat mit 20 Wohnungen, ja? Ne, 20 Zimmern, ja? Ja. 2 Tiefgaragen und 3 Glascontainere für die ganzen Nutella-Gläser. Ja? Das mit der Villa geht hier schon bald wieder in Ordnung. Es hört jetzt bald auf mit Schnee. Es ist ja doch gut, dass man Caroline für 3 Wochen vorher einkauft hat. He? Ja, so, Peter. Hast du auch gewusst, dass manche Frische der Rede kennen? Wenn die Dinge auch noch putzen können und Wäsche kennen, gell, müsste man sich ja doch tatsächlich fragen, warum die Männer noch heiraten sollen, nicht wahr? Ah, da wäre noch etwas du. Meine Bude, gell, in meinem Loch, die ist auch nicht gerade so noch Vorschriften gebaut worden, weißt du? Da steht dich ja nicht, hä? Will das vielleicht heißen, dass das Kabinett direkt so ins Meer läuft? Wäre noch etwas. Ja, sag mal, du wärst mir doch nicht willig sagen, dass ich in der Halbstunde wieder fortwisch. Du bist doch der Herkunft von mir helfen zu wohnen, ja? Und das machen wir jetzt da sofort. Ah, ja. Es sind ja nämlich nicht mehr viel Karton. Nee, klar, helfe ich dir. Ja. Aber es ist schon mal so, ich müsste da etwas versehen noch, weil ich schon da noch. Was hast du? Ich schon noch jemand im Auto sitzen. Ja. Sag mal, hast du die Altschaft immer noch auf dem Kapo sitzen, hä? Nee, nur dem kleinen Zwischenfall, gell, sind ich noch ein Stück weiß gefahren. Ja, ja. Und plötzlich, gell, steht ja da neben an der Straße, gell, eine Frau mitten in dem Unwetter, du. Uns hat der Schnee, gell. Oh, mir kommen hier die Tränen, ja. Einer hat nicht angehalten und hat sich gefragt, ob diese Kette Stickfest mitnehmen, ja. Und ich sagte, ich muss kurz da in die Hasengasse. Ah ja. Oh, was soll der denn jetzt versehen? Die ist mitgefahren. Ja. Oh. Ah ja, wo ist er denn jetzt? Wahrscheinlich hat sie dasselbe Weg gehabt. Die ist sich noch Zigarette holen, ganz schnell, ja. Oh, dann habe ich gesagt, sie soll raufkommen, eine Tasse Tee trinken und sich ein bisschen aufwärmen. Du hast ja nichts dagegen. Nein, gar nicht. Ja. Gar nicht. Aber komm. Komm, Peter, komm, aber jetzt trinken wir mal einen, gell? Oh ja. Auf die Sache hin, ja. Merci. Prost. Du! Oh. Sag mal, und jetzt immer so viel Zeit? Hm. Ja. Das mein Mittag muss ich da verschwunden sein, ja? Um 14 Uhr auf Huchse und da geht mir Fluchse. Ich nehme ein Loch in die Freiheit, ja?
Also, hopp, mach jetzt bitte. Der Iwe hätte ich im Schlafzimmer noch ein paar Sachen im Kachter so packen. Komm jetzt mit. Ja, machen. Das wird sie sehen. Warte, ich mache mal schnell auf. Oh je, aber wenn das ist dann wieder steht, gell? Und da hat sie die Frau mich bald wieder unter den Kluten und der Pfleger flieht ohne mich, ja? Darf ich vorstellen, das ist... Lolita? Es reicht also, nicht, ja. Also, das ist Lolita, ja. Eva Lolita. Also, das ist Eva Lolita, ja. Und das da, das ist... Warte, Schilberg, ja, ja. Mach mal bitte hier, ja. Ja. Wirklich süß, ja. Lebt ihr zwei da miteinander? Nein. Das da ist im Schilberg seine Wohnung, ja. Aber... Schilberg wohnt nicht mehr lang da, weil der hat nämlich vor, da verliert sich der nächste... Alles renovieren, alles rumzumachen. Ja, ja. Alles renovieren. Ja, ja. So, ich geh schon mal ins Bad, ja? Wo geht's denn los? Aber ihr wisst schon, dass das extra kostet, gell? Ihr schiede mir aber gut drauf zu sein, ne? Ohne Trona sind ich auch gut verlust dich drauf, Kleiner. Wow! Halt dich knapp, du Idiot! Das ist ein Missverständnis, ja. Das hat man da neben der Straße nicht so gesehen, ja. Da muss ich wahrscheinlich etwas durch deinen Mantel verpasst haben. Sag mal, du hast eine Prostituierte, die da hergeschleppt ist, für das Gehör, ha? Nee, das ist sogar ein Nut, ne? Ja, sagen wir mal, hast du mit der Schnapp da schon gepufft, ha? Ich bereite an meiner Auszug vor, von meinem Lochkarte sehen, ein neues Leben anzufangen, ja. Bitte meinen besten Kumpel um einen kleinen Gefallen, dass er mir da hilft, ein paar Sachen in die Karte zu machen. Und du kriegst nichts Besseres fertig, wie mir da ist, auch diese Veranstaltung. Das war ein Missverständnis, du musst mal graben, ja. Die hat neben so der Straße gestanden. Ja. Oh, und es war in dem Unwetter, oh, es war kalt, oh, es hat ja, das Leben, ja. Da hast du gedacht, ja, die lade ich auf und nehmt sie mit und lädt sie ins Bett, ja. Und nehme ich das Hund, wärm sie auf, ja. Ey, du bist ja ein richtiger Samariter, du. Ja, und ich habe nicht mehr gedacht, an dir kann ich große Konzerne. Ja. Jetzt lass das doch. Aber... Hey, das sind doch die Wette, die wir da gebrüchen können, die wir einfach. Seid ihr doch schon mal gesagt. Ja. Ich hab jetzt etwas im Mann. Und gegen ihr schlägst du schon Bus, hab ich jetzt nichts dagegen. Ja, ich geh da gleich los. Ich erkläre das schon, Peter. Sicher, ja. Jacqueline Toussaint? Ja. Ich bin die neue Nachbarin. Schon klar, ja. Und er? Wer sind denn er? Soll ich jetzt ganz vergessen? Wie? Peter Eriksson. Im Schilberg sind der beste Kumpel, ja. Ah! So, da hätte ich jetzt noch ein Tessel von deinem ungebeteten, unerwarteten Gast, ja. So, Ena? Ja, merci. Also, Prost! Mach mal Prost. Prost. Oh, leck! Se viert? Das kostet noch einmal extra. 100 Euro die Stunde pro zwei Zusatzkunden, das macht 300.
Bonjour. Salut, Clemens. Aber hei. Also, die Dimmenaschhörer sollte schon 22 Minuten da sind, ja? Ich geh mal in die Küche und wäsche mal das Maul geschleppt. Schließlich habe ich ja schon genug Probleme gemacht, gell? Und vielleicht werden wir zwischendrin mal den Schlüsseldienst anrufen. Ey, sicher, machen wir das, jo. Schlüsseldienst? Fessle kostet extra. Wollt ihr nicht lieber in die Küche aufhören, dem Schacklin ein bisschen helfen, ne? Ach, wenn's da hilft. Glenna, du hast frisch dick hinter den Ohren. Schaffst du auch für den Angelo? Wie? Ah, du schaffst für jemand anderes. Gell? Schaffst du für jemand anderes? So, du Peter, ich kann dir alles erklären. Du wirst mir vielleicht nicht glauben, aber das da, die da reinkommen, das ist die neue Nachbarin, ja, von der Ewe. Sag mal so mal vielleicht so, gell? Ich komm da rein und du holst mir da ein Gespräch, gell, von welchen Frauen wären Papu? Dass ich da so eine aus dem Rotlichtmilieu, was weiß ich, was ein Milieu aufgeladen habe, gell? Das ist vielleicht blöd gelaufen. Aber dass du mir da den Moralapostel spielst, während du dich da mit so halbnackigen Nachbarin da aufwärmst. Oh, okay. Das ist doch der Höhepunkt, ne? Ah ja, die ist vor dem Tiergang von der Zeitung zu holen, ja. Ja. Und hat es Bang gemacht. Bang gemacht, und der schlägt zu. Ja. Und weil sie jemand gebricht hat. Und der Zeitungsträger war schon weg gewesen. Er ist halt rüber, kommst du mehr. Sonst nicht. Ja. Denn weißt du, die hat nur mal so Knopf auf den Tier, so noch mal gestinkt da. Ja. Erklärst mir das am besten mal später in aller Ruhe, gell? Weil ich komme nämlich nicht mehr so richtig mit da, gell? Ja, hast recht. Ja. Also, heute, Peter, jetzt rufen wir den Schlüsseldienst an, dass wir das nicht vergessen. Hopp. Schlüsseldienst? Da werden wir gar nicht viel Auswahl haben. Doch der nächste Schlüsseldienst, gell? Der liegt genau 15 Kilometer von da weg. Wie heißt damit die Firma? Was? Hast du Anjur auch schon hingepackt? Ah, ja, richtig, ja. So. Warte mal. Ha, Firma Rauch und Sohn, ja, genau. Komm ich nämlich genau noch daran erinnern, weil die Firma, die liegt direkt neben am Gericht. Ja. Du, sag, ist jemand dran? Ja, sehr gut. Ja, da ist der Peter Eriksson. Ja, ich rufe an aus dem Haus vom Schilbert Miller. Von dem Schriftsteller. Ja, genau. Der, der schon 15 Jahre Bücher schreibt. Ja, ja, ob er noch keins verkauft hat. Ja. Weißt du noch mal, könnt ihr vielleicht da bei uns jemand durchschicken? Von der Ewe ein Haus, der aufzusperren. Es ist nämlich so, dass. Wie? Du! Prima. Was sagt er dann? Er fragt, ob wir schon einmal eine Nuss gelohnt hätten. Da muss er ja Wetter wie bei den Olympischen Winterspielen. So. Alter, sagen Sie mal, bei mir da so halber nackig da im Baum rumlaufen, ja? Und ich gucke immer in Ihre Wohnung. Ja, also, weiß ich noch mal, wie mit dem Kumpel da, da läuft er so halb da. Wie? Ah, er hat so gehorcht. Ach so, ja. Ja. Was hat er dann, hä? Ja. Er sagt, du seist ein Glückspilz. Und er fragt, warum hast du für die Hand gesagt, ich muss einen Schlüsseldienst haben. Du Idiot, du! Ja, also heiß mal, mein Kumpel da, der ist in einer ganz schwierigen Situation, ne? Ja. Dem sie die Frau kommt jetzt gleich hin, ja. Und er kennt Sinn, gell, dass ihr neben an unterlassener Hilfe gell, auch noch den Vorwurf kriegt, wegen Körperverletzung, wenn er jetzt nicht gleich kommt und helfe uns, ja. Das ist prima. Was sagt er? Er sagt, er würde ganz gerne die halbnackig abnehmen. Aber egal wie es kommt, Sarah, bei dem Wetter wäre Autofahrer lebensgefährlich, ja. Also, so ein Schlappschwanz, so ein Eiermagredel. Ja, merci, ja.
Jetzt beruhig dich doch. Mai um die Sitte bist du schon immer Loch gehabt. Dass ich ja zum Verrückt wäre, ja? Ja, und meine Frau, weil die hat noch ihre Schwiegermutter, ja, mit ihre Mini-Schwiegermutter angerufen und hat so noch gesagt, sie sollen noch mal lohn kommen und dann mal frische Schnecke bringen. Du Scheiße, wo kommt denn die? Also, wenn ich weg kann, ist in 10 Minuten da. Und wenn ich dick kann, kommt sie 2 Tage, wenn ich mal Loch kann sind, ja? Schämen! Ach, so viel hatte ich wäre jetzt nur eine Schwiegermutter. Ja. Ja, gut. So, pass auf. Das mit der Schwiegermutter, das war nicht abgemacht, also Sally. Ey, ey, ja, nein, da fallen wir zusammen durch. Ah, ja, zusammen durch, ja. So, ja. Ah, ja, kommen Sie nochmal rein, ja, kommen. Ja. Aber das macht man jetzt wirklich für Sie, dass er da ist. Ja, und mir erst. Ja. Angenehm, angenehm. Aber wir kennen uns ja noch gar nicht. Nee. Sieh mal Nacht und Nebel dem Menagement. Wie originell, ne? Ja, also, Nacht und Nebel, so heißt unsere Firma. Also, ich heiße Nacht und mein Partner, der heißt Nebel. Da haben wir gedacht, also, die ist wohl ein Name. Ja. Die passen doch so richtig gut zusammen. Und das klingt doch wunderbar, ne? Ja. Wunderbar, ja. Ah ja, ich habe noch jemand mitgebracht. Wer dann? Alter August. Das ist ein Student. Er ist noch drin im Kamion. Er kommt aber gleich. Es ist ein Student, der verdient sich so ein bisschen Geld bei uns in der Firma, so nebenbei. Ach so, das ist ja prima. Ja, ja, das ist jetzt gut. Jetzt frage ich mal, guter Mann. Also, die meiste Sache, die meiste Karte habe ich schon da ohne im Keller stehen. Die kriege ich eher nur noch aufladen und in den Kamion laden, ja. Während der Zeit kann ich eurer Kollege der Schlafzimmer schauen, da eben außen bauen. Ja, später, der kommt nämlich von mir. Ja, 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 ja. Okay, Alter, seien wir mal die Karte im Keller. Alter, kommen Sie jetzt gerade mit, komm. Ach, wer ist da, du? Hallo, bonjour, salut. Wenn ich aber gewusst hätte, dass da raus so kalt ist, dann hätte ich mir doch noch ein Jäckchen übergezogen. Je, Augusta, jetzt mach doch da kein so Dreh dran. Du weißt, wir haben noch viel zu tun. So, da in dem Zimmer, da steht ein Schrank, dann gehst du jetzt raus und bauen. Die sieht, geh ich nun in den Keller, die Karte in den Kamion laden. Je, los! Du weißt, ich habe den Abend noch ein sehr wichtiges Rendezvous. Du sollst nicht immer August zu mir sagen. Und außerdem glaub ich dir das mit deiner Verabredung sowieso gar nicht. So ein Gummipupp, die lass ich doch zu jeder Zeit aufblasen. Du Idiot, da hol ein Geschirr, kannst du und fang an, los. Los ist ja gut. Und eins sag ich dir doch, wenn ich mir bei dem Schankus in einer Bau einen Fingernagel abbreche, gell? Und noch dann erklärst du das aber meiner Maniküre. Geh los! Oh, ist das nicht so schwer? Ja, also, von meinem Kollegen, da krieg ich noch aber keine Angst, schon, dass der ihre Frau abspannt. Also, mir hat's von lauter Aufregung voll auf die Blase geschlagen. So. Das mit dem Geschirr abputzen, das ist schon gut. Aber die Kieskehre und alles andere, nee, das kostet extra. Ah. Hallo, bonjour, salut.
schon da eine Stimme gehört, da war ich mir nicht sicher, ob jemand noch mehr gerufen hat. Was willst du da, Glenna? Jetzt sag nicht, du machst auch noch mit. Was? Ach so, ja, 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 was glaubst denn du? Ach, da sind wir ja fünf. Ach, das kann gut sein. Das kostet extra. Was machst du so bis zum ersten Mal? Was? Ich meine das mit dem Umziehen. Das sind meine Berufsklärer. Ich werde die Details können wir noch später erinnern. Aber andere Klamotten habe ich nicht dabei. Ja? Was du nicht sagst? Ich finde deine Klamotten richtig tuffig. Du kannst so etwas anziehen. Für wen schaffst du? Für die Firma Nacht und Nebel. Die Boutique kenne ich nicht. Ne? Ist das eine Internetadresse? Kind man so sagen. Ja? Und was verlangst du pro Stunde? Boah, da hat der August keine Ahnung. Die Prise, das macht alles mein Chef. Ja. Bei mir macht der Angelo mein Chef auch die ganze Prise. Ja. Du, ich soll im Schlafzimmer da einen kleinen Schrank auseinanderbauen. Ja. Und ich habe Angst um meine Fingernägel. Kennst du mir nicht ein bisschen behilflich sein? Ach, natürlich. Aber ich wollte nur mal wissen, was die da mit uns vorhaben. Eins ist sicher. Billig jetzt nicht. Komm, ich zeig dir den Weg. Ja? Finde ich das duffig. Na ja. Ja, da sind ein bisschen. Oh, wir sind's, ja. Bonjour, ja. Ja. Ja, das Schild haben wir davon verzählt, ja. Hm? Ja. Nee, das wird jetzt gar nicht mehr notwendig sein, nee. Weil es ist nämlich so. Ja, jetzt lasse ich mich doch, ja. Ja. Nee, das wird. Nee, das wird jetzt gar nicht mehr nötig sein. Es ist. Jo, nee. Nee. Jo, ja, sie. Nee, ja, ja, es ist gut. Hallo? Hallo? Aufgelegt, also zusammen. Mensch. Mensch, Mann, hoffentlich schaffen wir das Visite, hä? Ja, ja. Ich habe mir nicht angerufen. Wer? Deine Schwermutter hat eben angerufen. Lass mich mal raten, ja. Also bei dem Sau wird der Vater nicht. Alles in Schnellze kann ich kommen, gell? Ey, machst du Witze? Nicht mit, wo da tut sie übernachten. Oh, oh, Maja ist in aller Friede, oh, ja. Aber das kann doch gar nicht sein. Kann nicht sein, das kann ich ja wieder erzählen. Kannst du ruhig glauben. Oh je, je, das ist ja das End. Ja, das ist das End. Aber ne? Das ist ja das, was die Frau will, ja? Aber da hat sie die Rechnung gemacht, ohne die Schilbe. Denn ich werde trotzdem nach Mallorca fliehen, ja? Darauf konnte sie sich verlassen. Richtig, wir müssen kämpfen, ja? Jawohl, kämpfen! Es so auswegslos kann ja gar keine Situation sein, das ist nicht mehr erste Kind, ne? Ja, richtig. Ja, ja jetzt! Hetzfest! Du musst festhalten! Ach, das mache ich ja auch! Jetzt bin ja! Oh, wow. Und dann bin ich mal glatt die Hose aufgesprungen und ganz in die Ecke. Da ist es da.
Guten Morgen, guten Morgen, liebe Freunde von Hitradio Megawelle, dem Sender mit Stützenprogramm, auch bei miesem Empfang. Na, ist das ein Scheißwetter? Ich sag Ihnen noch nicht mal, mein Hund wollte vor die Tür. Das ist auch gut so, denn bei dem Schnee hätte ich ihn wahrscheinlich mit viel Glück und ausreichend Verwesungsgeruch erst in ein paar Wochen wiedergefunden. Aber gestern, als ich nach meiner Frühschicht den Sender verlassen habe und voll Todesangst nach Hause schlittere, da sehe ich doch, wie mir tatsächlich ein Umzugs-LKW entgegenkommt. Ich habe mich gefragt, gibt es tatsächlich Idioten, die bei dem Wetter ihr Umzugsgut transportieren? Oder ist das wieder so eine verrückte Wintertrendsportart aus Amerika? Naja, ist ja auch egal, Leute. Das Leben ist bunt, habe ich recht? Jedenfalls sind inzwischen die Straßen weitgehend geräumt. Und ich denke, morgen haben wir wieder fast normale Zustände. Jedenfalls, was die Straßenverhältnisse betrifft. Und nun geht's wieder weiter mit Musik. Da kann man ja gar nicht anders wie gut schlafen, ne? Sag mal, haben die heute Nacht so all da über Nacht? Ah ja, klar, ja. Die Nachbarin, weil sie immer noch nicht in ihre Wohnung kommt, ja. Und die anderen, die kommen ja auch nicht zurück, durch das, dass die Straßenverhältnisse so chaotisch waren, ja. Aber du, sag, die Lolita, die könnte man doch wieder besser an deine Straße ranbringen. Von dort kommt sie auch schließlich her, ja. Hä? Da wären wir zumindest eine von deinen Gestellern da los. Hä? Ich weiß ja auch nicht so richtig. Hä? Ja, sagen wir mal, wo hast du geschlafen? Hä? Im Gang. Im Gang? Ganz allein? Nee. Nee? Es war dunkel. Ja. Ich glaube, die Lolita, die hat auch dort geschlafen. Ja. Die ganze Nacht hat die Oma rumgefusselt. So. Nee. Und heute Morgen ist sie nicht in ihre Arme wach geworden. Oh, ja. Aber das Nacht. Haben ihr die ganze Nacht da hin verbrummt? Ja, mit dem heiligen Latzhose. Jedenfalls hat er am Anfang noch eine Latzhose angehört. Ich weiß nicht richtig, wie man das machen will, gell? Aber über einen Vorschuss sollte man reden. Judah! Aber zuerst komm ich uns mal Kaffee. So, aber jetzt lauf mal durch, ja? Es tut jetzt nicht mehr lang und dann geht mir Fluch, sag ich, ja. Und in jedem Moment kann da meine Schwiegermutter aufgreifen, ja. Und dann kann Nacht mal auch kommen, ja. So, aber ich verschwinde jetzt von da. Die meisten, die wichtigen Sachen, die sind ja hier schon geladen. Also, ich verschwinde jetzt zum Fluchplatz. Und ich, du regelst den Rest, ja. Und wenn meine Schwiegermutter da eintrifft, gell, dann sind die ja schon längst fort, ja. Zu der sagst du gerade, ich sei verschwunden. Dann brauchst du ihr ihre vorwitzige Frage gar nicht so anhören, ja. Ja, ja, weißt du? Und wenn ich viel weiß, brauche ich viel zu antworten. Hm? Ja, das steht, ja. Ja. Sag mal, warum muss das dann jetzt gerade ausgerechnet mal Locker sein?
Und warum denn nicht der Onalon? Wie zum Beispiel, was weiß denn ich? Holland. Holland? Holland ist ja landwirtschaftlich gar nicht reizvoll. Holland ist ja so flach, ja. Da befindet sich ja der höchste Berg auf der Linde der Mulde. Ist nicht die Kleiner, gell? Das hat sich aber die Nacht ganz anders angehört, du Schlimmer. Nee. Ach, bist du dufig. Ah. Los, passt doch. Oder sieh nicht wieder aus wie der Karl Lagerfeld, ha? Das sollte aber nicht peinlich sein. Ich erzähl's ja niemand wieder, bist du Schlimmer. Ah. Bist du überhaupt gar nichts mit, das zu erzählen. So, und ich kann mich jetzt fertig machen, ja? Ja, und dann verschwinde ich von da. Ja, sonst lande ich am Stand noch auf mein Locker, noch in der Klapsmühle, ja? Lass mich nicht rein! Jetzt haben wir die Scheiße, ja? Was ist? Die Schwermutter! Was? Hättest du mir gefallen tun? Ein Gonskeher! Mach die Tür auf, da kommt entschuldigt sie die Schwiermutter. Das geht kurz nur ins Bad, zwei Bier in der Mitte. Sag, sie soll sich gerade im Moment dort ansetzen. Ne? Sag, schön. Mach grad auf. Alter Ockisch kann doch so nicht an die Tür gehen, hey! Was tun? Ich kann so nicht an die Tür gehen. Aber wie eine Schwiegermutter sieht er nicht aus. Ich bin Angelo Stagioni. Eine meiner Mitarbeiterinnen war gestern hier in der Gegend. Hat ihr zu tun gehabt und hat gesehen, wie Lolita hier ist abgestiegen. Camerante? Ist ihr wirklich Angelo Stagioni? Si. Was für ein Zufall. Da haben ihr dasselbe Namen? Oder sind ihr der Erfinder von der Pizza mit derselben Namen? Wenn du Witze machst über Angelo, mache ich dir Beton an den Füßen und schmeiße dich in den Fluss, ja? Oh. Bitte. Oh, jetzt sei ich doch nicht direkt so patzig. Man wird doch wohl noch fragen dürfen, ne? So ein Steinstiebel. Also, hast du gesehen meine Lolita oder nicht? Ist gut möglich, ja. Hey, Junge, das kann ich ja ganz anders, ne? Sag mal, ich sind dann hier wahnsinnig. Haben ihr eigentlich eine Ahnung, was mit den Mistdingern schon alles passiert ist? Sie, wo ist meine Lolita? Ich habe sie gesehen, aber das war gestern gewesen. Und ich weiß nicht, ob sie heute noch da ist. Jetzt gehe ich mal auf den Schreck ins Badezimmer als Näschen pudern. Oh, das ist ja gut. Ich habe
gesagt, ich habe sie gesehen, aber das war gestern gewesen. Und ich weiß nicht, ob sie heute noch da ist. Ja, sag mal, warst du auch Kundin von ihr? Ah, ich sieht doch nicht so aus. Nein, eigentlich nicht. Also, dann werde ich hier warten auf Sie, ja? Und setze mich hin auf den Kanapee. Ja, da setz dich mal hin auf den Kanapee. Und sehr lieber. Was mache ich dann da, hä? Was suche ich dann da? Wer sind ihr dann? Nee, nix sagen, gell? Ihr habt euch daheim nur so gesprochen, hä? Ja? Oder sind ihr vielleicht mit dem Auto im Schnee, stärker gepippt, und wieder da übernachten? Oder noch besser, ja? Ihr habt in der Bahnhofmission gehört, dass ich da einen Rest an die Köre aufgemacht habe, ne? Oder nee? Es ist heute schon draußen rum, gell? Dass man bei mir umsonst wohnen kann, ja? Wenn man nur nachbeweisen kann, dass man sich daheim in Nusser gesprochen hat. Oder Christine, wenn man Fremde mitgefahren ist, nicht wahr? Hä? Ich nichts verstehe. Ja, sag mal, was suche ich denn da? Hey! Ich bin Angelo Stagioni, ja? Ach so! Ja, sag mal, haben Sie etwas mit den italienischen Nudeln zu tun? Schnauze, wo ist meine Lolita? Meine Lolita? Ach so, das sind ja der Angelo. Sie! Na klasse, ja, na klasse. Da habe ich ja jetzt noch die Mafia im Bus, ja. Da drauf hätte ich ja kommen müssen. Ja, ja. Also, das hat mir jetzt auch gerade gefällt in meiner Sammlung. Da mache ich jetzt gerade ein Schild und das über die Idee, ja, und schrieb drauf, ja, suche Sie ein Stundenhotel, ein Schwuler oder eine Dessous-Vorführung oder das Messeinfritz. Ja, bitte nur mal beim Schildberglingner. Frage mal, guter Mann, ist mir jetzt ganz egal, was ihr da sucht und was ihr da macht, aber ich muss jetzt fort, ja. So. Hey, Junge. Na ja. Hier geblieben, ja. Und dann sieht sie so pressiert, sie auch gerade nicht, hä? Aber sag mal, was hat er gesagt, dass er da suche? Hm? Lolita. Lolita? Noch nie gehört. Der Bursche, der Knabe, vorher gesagt. Lolita gestern hier gewesen, ja? Ach so, die Lolita, ja. Ja, aber die Lolita, die ist schon längst fort, ja. Wohin? Du, wohin? Der mach ich Ben. Salut, Angelo. Lolita, warum bist denn du nicht an deinem Arbeitsplatz? Und was suchst du hier in dieser Wohnung? Explikationen. Ich stell dir vor, die betreibt ihr Geschäft da Iwe und dort bin ich das mein Gebiet. Ich verstehe kein Wort. Einen Moment, Leute, ein Missverständnis war, das sage ich nämlich so. Die ist ja nur mehr zufällig, wie es da, weil sie, ja. Hat er schon gezahlt? Ja. Ich habe gefragt, ob du schon gezahlt hast, ja? Also, was denn? Oh, Mann! Das war ein richtiger Wahnsinn! Was soll denn das schon wieder herrschen? Na ja, wir haben ja gestorben. Mit dem Unwetter nehme ich hin und fortfahren. Und dann hat die Lolita und ich, wir haben es uns mal gemütlich gemacht. Und Frauen sind Stimmung zu bringen. Haben wir uns mal einen schönen Film angeschaut? Ein Film mit der Inge Meisel. Oh, das war wirklich super! Oh, Mann! Na ja, dann habe ich gedacht, ob ich da wohl nicht so weit gehe, wenn ich noch ein bisschen näher gehe. Und Oh, von dem, was soll denn das schon wieder herrschen? Na ja, und dann habe ich mich vergessen.
Und hat Honig mich wieder gefunden, und zwar mit ihr da im Schlafzimmer. Wie viel schuldet er? Für alles 800. Einen Moment, das haben wir dich. Und ihr geht jetzt zuerst einmal da in die Keller, hopp, los. Die Karten sind ja schon alle geladen. Da geht er trotzdem in den Keller, wartet dort auf neue Instruktionen, hopp, los. Ja, ja, was gibt's denn mit Frühstück? Das ist ja später, hopp, los. Ah, Frühstück. Sehr gute Idee. Ja, ich mache jetzt einmal etwas und denke, ich mache jetzt erst noch so Treffs zu kommen, gell? Nein. Lolita macht Frühstück. Ha? Und du, Kleines, du leistest mir Gesellschaft, ja? Und du verschwindest und holst mir die Kohle. Sonst mache ich aus dir Blutwurst, ja? Hey, wo soll ich denn die 800 Euro herholen? Ich habe ja überhaupt gar kein Geld im Haus. Kleiner, da um die Ecke, da ist ein hochmoderner Geldautomat. Man redet mit ihm, er kennt die Stimme und da gibt das Geld raus. So Quatsch, ja. Wenn man bei uns einen Geldautomat anredet, also Geld rausputzt, ja, so nennt man das Ehemann. Das ist mir egal. Bring mir die Kohle sonst. Capito. Wo ist der Schemmel? Das ist nicht da, noch nicht. Aber ich muss jetzt verschwinden von da, bevor es kommt. Sonst vernichte man noch mehr ganzen Plan. Wer war denn das da vorher? Das da? Das war der Angelo Staccioni. Angelo Staccioni? Ja. Also nicht die italienischen Dinger da, die Mehl, gell? Oder die Pizza, Quattro Staccioni, gell? Ja, es kann sich ja schon sehen, aber auf jeden Fall der Angelo da, gell? Ja. Das ist der Chef von der Lolita, ja? Weißt? Und das ist ein ganz übler Typ, der hat ein großes Messer. Wirklich? Einmal nicht das an, ja. Und wo ist er jetzt? Er ist gerade ewig da in die Kiste mal essen, ja? So, Sally. Halt. Du holst mich jetzt auf deinem Schlamassel da raus, he? Du hast mir schließlich die Sache da eingebrockt, ja? Bist du bescheuert? Der bringt uns doch alle um. Der geht so wie bei Al Capone, bum, 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 und alles sind rum. Oh, ja, jetzt nur mal ein bisschen langsam, gell? So schlimm ist das wie der Ahne, du weiches Ei, du. Welches Ei? Ja. Die Typen, die gehen doch über Leiche. Ja. Loser, du kennst Tele, ne? Hast du den Film nicht gesehen? Le Parade, der Vater. Das muss man jetzt ausgerechnet Erwachsener erzählen. Der, wo in dem Film vom Lassi und vom Flipper rot zum Wasser hielt. Ich habe nicht gehielt. Doch hast du gehielt, ja? Ich habe da ja Erdbeereis wiederholen. Das wäre ja eine ganz arme Sau gewesen. Ich gehe jetzt den Rest von Claire schon aus einer Bau, ja? Sally. Hei, was mache ich denn nun jetzt? Wo soll ich denn nun die 800 Euro herholen? Hanide! Peter, da, komm raus! Oh, was ist schon jetzt schon wieder los? So, jetzt warte mal. So, ich kann jetzt nicht mehr viel Zeit, weil es halt miteinander geht, wie Fluch, sag ich, ja. Ja. Und, weißt du das? Du hast mal die Lolita daher geschleppt. Und jetzt lust du, dass du mal die Lolita mit Tante Mafia Heini wieder vom Hals schaffst. Verstehst du? Ja? Ja. Prima Idee, ja. Und wie soll ich dann vielleicht einen Mafia Heini dazu bringen? Vielleicht soll ich, ja, dass er mal das Messer in den Buch stecht, gell? Ja. Und dass er dann unbewaffnet ist und dann kannst du ihn auswerfen, gell? Ja. Was? Ja. Nee. Unsinn. Ja, weißt, das ist ja in Sinminde ein großer Bekannter. Von dem haben sie alle Angst. Richtig? Richtig, ja. Ja. Und der geht nicht fort von da, bevor er sein Geld hat. Richtig? Richtig, ja. Ja. Das verstehst du. Von diesem Tipp, da sind wir ja überhaupt gar nicht gewachsen, hä? Ja.
Wir in unserer Jugend, wir waren doch Pazifisten gewesen, ja. Wir haben doch Gitarre gespielt, ja. Und Lieder gesungen vom Schoni und vom Schäler und so weiter. Ja. Ja. Wir haben doch Limonade und Sitte getrunken, ja. Also fast so Mafiosen sind wir doch überhaupt gar nicht gewachsen. Richtig? Richtig. Ja, ja. Ja, und die Geldbeforderung da von 800 Euro, die kennen wir auch nicht auf Hülle. Ja. Da gibt es jetzt nur noch eine Lösung. Junge, eine? Eine Lösung, ja, richtig. Ja. Richtig, ja, so. Das ist brillant. Mensch, wie du das immer machst. Deine scharfe Verstand, gell? Fähigkeiten. Probleme zu erkennen, gell? Und dann die spontan und praktische Lösungen zu finden, du. Also, mir fehlen die Wörter so. Mach wieder so. Du machst das schon. Du bist ja du Nonn. Du. So, ich habe einen Plan, ja? Komm ich hier den Plan irgendwie direkt oder indirekt vor? Ja! Scheiße! Wie? Scheiße noch mal, hab ich will sagen, ja. Sind ich froh, dass ich meinem Kumpel direkt aus der Batsche helfe, ja. Hopp, schieß los. Also jetzt reich. Also, wir schlagen mit seiner einen Waffe. Okay. Du bist ein Tuppi! Nein! Kann ich die Küche Messer holen? Quatsch! Du Idiot, da sitze ich jetzt mal da. Hä? Wir müssen doch einschüchtern. Wir schüchtern dahin. Richtig. Du meinst, wir machen Angst? Du machst ihm Angst, ja? Verstehe, ja. Moment. Bevor das du wieder schreibst, gell, muss ich da noch etwas versehen, ja. Ja, was hast du denn im Herz? Was ich dir das letzte Mal erzählt habe, von den 70er Jahren, weißt du? Ja. Mit den Karate-Stunden. Ach so, ja. Das war alles gelogen. So, jetzt ist Schluss. Das habe ich dir ja sowieso überhaupt gar nicht geglaubt. Aber du, weich Peter, die Sachen sind mir jetzt ganz anders gesehen, ganz anders fertig, ja. So, der Angelo, ja. Der hat dich doch überhaupt noch gar nicht gesehen. Also, der kennt dich doch gar nicht. Den können wir doch gerade alles aufbinden, alles aufhängen, ja. Wir müssen dir nur so entsprechender Gangsternamen aus der Unterwelt geben. Bist ja du bescheuert? Das nimmt es doch keiner ab, ja. Und außerdem, gell, kennen die sich ja alle untereinander. Prima mitgedenkt, prima. Ja, deshalb. Sag mir ihm, du kämst so irgendwo vom Ausland, ja? So von Amerika! Ha. Amerika? Aus Amerika? Ja. Du hast doch wirklich nicht mehr alle Latte am Zug, ne? Ja, und wir nennen dich so, wir geben dir so schön an. Also, wir nennen dich Revolver! Revolver Pepe ist gut, ja? Revolver Pepe! Revolver Pepe! Erlebst du den Namen, habe ich Gänsehut? Du hast doch wirklich nicht mehr alle Namen am Christbaum, hä? Natürlich müssen wir dich dann so entsprechend ausstaffieren, ja? Wenn wir so entsprechender Anzug und so wie das, ja? Und Revolver brauchst du natürlich auch, hä? Aber so ein Schreckschussding habe ich da immer noch im Schlafzimmer schon gleich, ja? Oh, nee. Ja, komm, nur mal, das klappt schon. Ja, das klappt schon. Ja. Hallo, bonjour, salut. Schon etwas vorhält? Na ja, so ein bisschen zupacken habe ich heute schon noch willig. So? Ja, was hast denn du gedacht? Oh, mir geht's genauso. Ah, tatsächlich? Ah ja, sicher schließe ich mich einfach um. Ich mach das nämlich nebenbei. Ich studiere ja nämlich noch zur Zeit.
Du machst das Nevets wie? Ja. Du bist etwas, gell? Das ist ein Ding, hä? So ganz sagen, das ist ein dickes Ding. Au! Macht's weh? Nee, es geht schon wieder. Du siehst mir aber sehr zutraulich zu sein. Ich bin mich ganz noch gar nicht, da. Ach, tatsächlich. Aber wenn ich das so kenne. Also, im Moment kriege ich ja gar keine Luft mehr. Geschäft kaputt. Die ist wie die 5-Minuten-Terrine. Auf mit der Nudelring und fertig. Ja. Und du gehst jetzt mal zu dem Chef, der wartet dich im Keller. Hopp los. Oh, das ist schon gut. Oh. So. Und du kriegst jetzt Hacking mal das Telefon, hast du mal versucht, der Schlüsseldienst anzurufen. Na, das wäre so nicht schlecht. Der Angelo verhandelt gerade mit ihr. Was macht er? Ich wage Gehaltsvorstellungen. Er sucht ihr gerade einen neuen Erwitt in seinem Gebiet. Sofort mit ihm noch, oder? Einige mal. Angelo! Da mal her! Da mal her! Was soll das heißen? Da mal her! Hä? Hey! Du hast mich gestört, du bist hier im Gespräch, ja? Hoffentlich hast du einen guten Grund dazu. Schon zeige ich dir, was Angelo kann, ja? Ey, weiche mal das da hin, gell? Das ist eine ordentliche Frau, hä? Und ich dulde nicht, dass du da, hä? Hast du die Kohle? Zahl nicht. Was habe ich aber verstanden? Ich habe verstanden, du nichts zahlen. Richtig. Oh, Mama mia. Also, ich bezahle nicht, ja? Und du verschwindest jetzt wieder. Hopp, los! Was soll das heißen? Revolver Pepe lässt sich ausrichten, ja? Dass er auf deinem Revier kein Konkurrenz will. Der erste, der versucht hat, auf deinem Revier da abzukassieren, der liegt jetzt auf dem Grund von der Rue des Allergies. Revolver Pepe? Wer soll das sein? Revolver Pepe, das ist der größte Gangster von New York, ja? Ja, der kommt direkt von Amerika. Ja, Lied wie Hannibal Lecter und Fantomas waren bei ihm in die Schule gewesen. Jünger, du bist gut. Naja, der letzte Satz war vielleicht ein bisschen geschwindelt gewesen, ja? Aber der Rest alles stimmt, ja? Also, hast du die Kohle oder nicht? Sonst werde ich ungemütlich, ja? Ach so, ihr glaubt mir vielleicht nicht. Aber der Kerl, der ist da, ich kann euch holen. Aber ich warne euch, ja? Ich warne euch. Seine Unterhaltung dauert meistens nicht lang. Sein Revolver hat kaum Sinn zum Abkehlen, ja? Deswegen hat er den Spitznamen. So, so. Ja, ja. Und wenn der auf New York auf eine Party geht, gell, und es geht so, sag ich her, da ist sein Motto. Und mit dem Messer im Kriegs geh ich noch nicht heim. Quatsch nicht so viel. Bring mir den Knabe hierher, damit ich kann ihn erledigen, ja? Moment, ich geh noch hin. It's a good idea. In der Regel lege jeder Dritte um, wo probiert mit dir zu bauen. Ja. Und zwei waren schon da. Ja. Also was willst du? Ja? Lolita arbeitet für mich, ja? Und jetzt hier ist mein Revier. Capito, Pepe? Was war dein Revier, hä? Ja. Und wenn du jetzt dort schnell verschwindest, dann hast du eine gute Chance zu überleben. Was soll das heißen, ja? Steck das
Schon wär's fünf Minuten da mit Plastiksack rausgetragen, ja? Also, der Kerl ist doch genial, da, hä? Was das nun her, ja. So, ich nix verstehen. Nix verstehen. Du gehst jetzt mit mir da hin und hilfst mir den kleinen Schaubus an den Bau, ja? Oh, Maja, dann ist es doch, Mann. Wenn ich verhandle, gell, oder blau ich immer kleiner Schenkus an. Das hält mir ein bisschen konzentrieren, ja. Komm jetzt mit! So, Juju. Es ist mir auch ganz egal jetzt, wie die Sache da zu Ende geht. Die Hauptsache ist, ich hau jetzt ab, solange ich noch kann. Ja. Halt! Halt! Zum Abschied würde ich mir noch etwas wünschen. So. Hoffentlich geht's in Erfüllung. Hä? Du wärst nicht glauben, sag. Da hin, mit der Leiter wär ich fertig gewesen, gell. Hab ich das Hammer geklappt, sag. Wo wie mich herumreiht. Steht der genau im Weg, sag. Und der Knall hat's. Und er hat, gell. Heute, jetzt musst du auch mal was mit dem los. Dreh ich mich herum, sag. Und dann steht er gerade schon wieder im Weg. Mensch, du, ich habe exekuliert. Exekuliert? Exekutiert heißt das! Exekutiert! Mensch, haben wir Kekser! Aus dem Kau! Du, geh! Trauen doch schnell in die Keder. Ne? Was ist schon mit der Demina schon? Oh, zu denen sind wir seine Folge, wenn wir ehemat, ja. Während ohne die Kasche bin, zumindest so lange sie noch da sind. Ja? Gute Idee. Nein, ich heiße bitte. Ich hätte gerade eine Frage. Was ist denn das für eine Schönheitskurve, die deine Frau die nächste Woche anfährt? Aber was geht an, dass ich dich überhaupt ahne? Außerdem ist meine Frau in schöner Tour. Ja. Ah, und was steht dann im Kalender, dass du vom 18. bis zum 20. fährt? Gischert war doch der 18., ne? Ne, Gischert war immer der 11. Der 18. ist nächste Woche am Freitag. Also Gischert war nicht der... Ne, nicht der 18., der 11. Entweder hast du es falsch im Kalender eingetragen, oder? Oder? Ich meine Frau eine Woche zufrieden in die Schönheitskur geschickt. Oh je, oh je. Aber der Hauptsache ist mein Flieger. Der fliegt heute noch, ja. Oh nein, das kann nicht warten. Der fliegt ja auch aus dem Merkbuch. Oh, was mache ich dann jetzt? Ganz ruhig, Hilbe. Jetzt muss ich mal konzentrieren, ja. Also, die Frau ist fort, gell? Ja. Ja. Und wenn die bemerkt, dass die eine Woche früh weggefahren ist, dann kommt die wieder zurück, ja? Ja. Nur durch das, dass die Straßenverhältnisse so schlecht sind,
weiß man gar nicht, wann sie wieder kommt. He? Mhm. Verdammt noch mal, das kann doch nicht wahr sein! Das kann ruhig der Kalender! Ruhig der Kalender! Ich bringe wieder in Form, da kommen wir wieder. Mensch, Mann, habe ich Glück gehabt. Das letzte Platz in dem Schacht der Zugzeit, ja. Es kommt ein paar Doppelte, aber es ist die Sache so wert, ja. Wolltest du das vielleicht nicht noch mal überlegen, ne? Vielleicht war das vorher da ein Herrscher vom Schicksal, ja. Ein Schicksal wäre, wenn die Sache platzt und ich müsste da bleiben. Aber das ist ja gar nicht umzudenken. Ja. Ja. Und in jedem Moment kann da meine Schwermutter die Schermen intreffen, ja? Und hat Gott nach mal auch gehabt, he? So, muss mich jetzt in Bewegung schaffen und da nichts mehr weg von da, bevor es da noch mehr passiert. Und mehr nachher hätten wir da vorher schon bei der Leiche im Keller liegen gehabt, gell? Der Angelo? Ja. Der hat den Jungen ein paar Knochen bricht, mehr nicht. Du, aber ich hab doch zu dir gesagt, du sollst den Keller in den Tranen nicht in den Nuss schmissen. Wenn ein neuer zu sich kommt, dann hol ich den Doktor. Der wird wahrscheinlich in Panik fallen und weglaufen, wenn er zu sich kommt, ja? Das glaube ich aber nicht. Ja. Was, das ist ein Panikfall? Nix, dass er kurz springt. Ja. Los doch jetzt nur mehr, will er gar nichts mehr wissen. Du? Ja. Das Ding da vorher mit dem Wunsch, gell? Was, mit dem Sohn auch. Glaubt das wirklich? Einfach nicht das sagen, ja. Ja, ich habe die Aushub gemacht und habe mir fest gewünscht, dass der Angelo da auf die Stelle umfällt, ja. Und was soll ich dir sagen? Ich habe deinen Wunsch noch gar nicht zu Ende gemacht. Kommt der da die Dierin geplatzt, ja? Und war der Bums der Leiter. Oh, so Quatsch. So, aber jetzt nichts mit los. Also mach's gut, du alter Junge, ja. Ja, und vielmals merke ich für alles, gell? Ja, ja, entschuldige mich, ja. Vater, durcheinander da, aber wer sind die andere, wer es auch mal los wäre, gell? So, also. Sorry. So, sorry. Also, und hasta la vista, wie man so hinschaut. Ja, ja. So, wie war das jetzt? Man muss sich ganz fest wünschen, ja. Die Augen zudrücken. Oh. 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 Ah, die Feder. Du Scheiße. Das hat der Junge soll er testen. Ja, sag mal, auf die Vorwasser verreisen. Hm? Ja, sag mal, wie kommst du denn da drauf, hä? Ist ganz einfach, du traust doch so tight ihm. Und auch der Kufa und der blöde Strohhut da. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt. Sag mal, wie sieht's denn da eigentlich aus? Und was soll denn die ganze Karte da aus im Gang? Ja, wir haben da vorher alles frisch dekoriert, ja. Ja, und der Kufa da, da soll eine Dekoration stecken, ja. Und mein Hemd, und mein Hut. Das ist ja nur für die Caroline auf die neue Wohnungsgestaltung da einstimmen, ja? Mhm. Wohnungsgestaltung? Ja, wir werden da alles frisch rumdekorieren, rumrenovieren, ja? Das
soll auch Überraschung sein, dass wenn sie zurückkommt, ja? Ja, das wird sie sicher. Mhm. Aber sprich nur mal langsam, du stehst ja schon nur meiner Junge. Ja, und du schienst ja wieder ganz gesund zu sein, ne? Sicher, sicher. Ey, komm, Schwiegermutter, komm, setz dich doch da her, ja, mach das doch bequem, ja. Und komm, gib mir die Taschenstrahlen und nimm in die Küche. Das sind die frischen Schnecke. Ey, wer war denn das? Wer? Ich geh mal rüber, was die Renovierungsabhalter, was die Männer schon machen. Ich könnte schwören, ich habe Eva eine Frau gesehen. Oh, das täuscht, ja. Alter, geh ich uns mal einen Tee kochen. Alter, nein. Das geht jetzt nicht. Aber wieso doch nicht? Ja, ich hab da gerade Eva, hab ich da Pommes Frites gemacht, ja. Jetzt ist die Keke so voll Dampf, ja. Also, das kommt nicht gerade vor, aber wie im Sauna, fürchterlich, ja. Ah ja, dann muss man das Fenster auf. Nix, nein. Da steht er schon auf, ja. Ah ja, dann hat sich ja der Dom schnell gelegt. Nein, Schwiegermutter, komm, setz dich da her. Ey, sei doch verständlich, Schwiegermutter, wenn da die Sache da auf die Branche sitzen bleiben, was das gibt. Scheiße, noch einmal. Oh. Wer war denn das? Ich kann nichts daher. So, also das war die, Ich soll wirklich Tee kochen? Ja, sei doch so gut hier, ja. Gut, wenn du nach dem Stimmen kommst, Lena. Ja, also hör ich, Schwiegermutter, ja. Also hör ich, ich hab an mich gedacht, da, gell. Die Tapete da, die kommen alle runter, ja. Der Raum da, der muss mehr Schilder. Licht haben, mehr Helligkeit, ja. Und ja, Schwiegermutter, und die Möbel, die werden all frisch aufpoliert, da. Ja. Schilder. Ja. Und die Blätter im Kabinett, im Bar, im Gang, im Reich, kommen alle raus. All. War das? Hä? Die Frau da eben. Wo? Das freche Lura aus der Küche, wenn du verstehst, was ich meine. Ach so, ja. Das war die Neymart. Ja, wenn du meinst, was ich verstehe. Was? Ajo, das soll auch Überraschung sein, was Caroline, wenn sie wieder zurückkommt. Ja, also nicht so viel erbt hat in die Huser Ding und hat mehr Südwasser. Ja, Frau Benne, hä? Für mich natürlich, ja. Ja. Die schafft auch noch, gell? Und du von deinen Büchern, die du geschrieben hast, hast du noch nicht ein einziges verkauft, hä? Hm. Wie wär's denn, wenn du dich dazu mal ein bisschen nützlich machst in der Haushaltung? Ei, das mach ich ja. Ja, ich mach dir ja den Plan. Und wenn da, also soll die Fenster putzen, ja? Nicht, dass er noch dasselbe da das Treppenhaus abputzt, ja. Ist das keine gute Idee, ne? Und außerdem haben ja hier gar kein Geld für Armut. Ja, das sagst du, ja. Die Frau da, die schafft ja sozusagen um einen Sonderpreis, ja. Da habe ich eine gute Affäre gemacht, ja. Naja, manchmal muss man ja halt schon ein Auge mit einer Sau trinken, ja. Also, wie ich davor gesagt habe, ja,
Sie kostet vielleicht nicht viel, gell? Aber sie ist ja nicht mehr wert. Ja, aber weißt du genau, die hat es auch nicht nehmen. So zum Beispiel sind die Etiketten da, gell? Mhm. Oder das Benehmen oder das Entscheidungsbild, gell? Mhm. Dass dir unseres Erscheinungsbild gefällt, das kann ich mir ja lebhaft vorstellen. Aber warum läuft denn das so da rum? Ach so, ja. Die schwitzt gar nicht, ja. Was, die schwitzt nicht? Ja, die schwitzt nicht, ja. Ja, und dann entwickelt sich so ein unangenehmer Körpergeruch, so bei der Arbeit, ja. Deswegen ist es so nicht da. Ja, Schwiegermutter, also du musst mal schmecken, wenn das so an der Arbeit ist. Ah ja, dann kannst ja du natürlich nichts, gell, feier unseres Erscheinungsbild, gell. Aber Schwiegermutter, du stellst mich jetzt gerade an, als wenn ich es nur mit halbnackiges tun will. Ah ja. Ja. Entschuldige einen Moment, Schwiegermutter, gell? Hallo, bonjour, salut. Bonjour. Mit wem habe ich dann das Vergnügen, ja? Auguste. Nenne mich ganz einfach August. Ich habe vorübergehend noch ein bisschen Dose tun. Ach so? Wo will ich dann anfangen? Anfangen? Ich bin ja schon fast fertig. Ach so? Aber da sieht man nicht viel davon, ne? So, meine Ehe. Ja. Wissen Sie was? Ich gehe mal einen Täsel holen, gell? Und dann können wir über die Sache noch reden. Ich nehme an, die wird nicht ganz billig mehr, hein? Ja. Ich könnte die Mann rufen. Das Lehrer Gottes weiß ich noch gar nicht ihren Namen. Ich weiß nur, dass er halbe Nacht da rumläuft und kein Benehmen hat. Mord? Du! Wo ist er denn? Wer? Meine Schwiegermutter, die hat doch gerade vorher noch da gesetzt. Ah, die ist mir ein kleines Häsel holen gekommen. Ein kleines Häsel? Ein kleines Häsel, ja. Ein ganz kleines? Ein kleines Häsel ist mir holen gekommen. Und jetzt soll ich noch etwas erzählen von einer Sache, die gar nicht so ganz billig wird. Ach, so ist das, ja. Also, jetzt sag ich mal gut zu. Die Sache ist nämlich so, verstehst du mich, ja? Ihr solltet da vielleicht ein bisschen etwas improvisieren, ja. Die alte Schachtel da, die sollte ja überhaupt gar nicht da sein, ja. Die redet ja nur mit dummes Heich, ja. Und die meint ja, da wird frisch dekoriert. Die glaubt ja nicht, dass da gewohnt wird, ja. Also, wenn ihr so gut will sind, dann redet ihr gut zu und spiele bei der Sache da ein bisschen mit, ne? Ihr Männer, bei der handelt sich um eine echte Beklappte. Beklappt ist gar kein Ausdruck, ja. Die ist total leer an der Kopf, ja. Gischert hält sich für eine Architektin, in der Architektin sogar, oh. Ja. Ja. Und die Freischwuch hält sich für Psychologin, ja. Und quatscht die Passanten an, ja, und fragt sie, ob sie beim Vollmond ins Bett machen. Es ist nicht wahr. Ja, das Problem ist ja, wenn ihr noch nicht gut zuredet, gell, und da könnt ihr noch gewalttätig werden, ja. So, da ist das Täsel, gell. So, also Lolita heißt die Maut, ja. Die ist ein bisschen frech, aber vielleicht gewinne ich mich ja noch da dran. Maut? Ach so, die Maut. Ja, also, na schießen wir mal los. Los schießen? Was ist schon fertig und wie geht's dann wieder mit der inneren Renovierung? Tja, das ist gar nicht so ganz einfach. Was wäre dann ihr machen an meinem Platz? Ja, also ich
um Zimmer anfangen, wo am allerwiderstelle geht. So zum Beispiel, so wie das Schlafzimmer. Und wenn das Schlafzimmer fertig wird, werde ich die Möbel vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer stellen. Und das im Wohnzimmer wieder da machen. Ein Sinner, und genau so hat der August sich das auch vorgestellt. Und hat tatsächlich im Schlafzimmer angefangen. Tatsächlich? Ja, da muss ich mal los. Ja. Das ist jetzt eine ganz schlechte Idee, ja. Eine schlechte Idee? Sehr schlechte sogar, ja. Ja, wieso? Ja, weil wieso? Ja. Ich denke, jetzt los, gell? So langsam müsst du auch mal warm werden. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Chibia! Ja, Schermut! Ein mach doch mal etwas! Weißt du, finde das Loch nicht! Was da auf! So, schau mal. Ich habe die Kiste aufgeräumt. Gut. Na, da habe ich einen Teil von meinem Schlafzimmerschrank auseinandergebaut. Ah, gut. Ein Latzhausenmann betudelt und Tee gekocht. Von mir aus. Aber so langsam bist du mal in die Strömung gekommen. Ich habe noch andere Kunden, die auf mich warten. Kleiner. Ja, sag so, mal, wie redet dann ihr mit meinem Schwiegersohn, hä? Wer bist denn du, Oma? Die ist ja zum Leben so alt und fast sterben so jung. Schieber, ich brauche etwas Alkoholisches. Lass mir Mutter. So. Also kein alkoholischer, keine Lesung, gell, für Mutter. Mensch, bist du alt? Du lebst mir nicht mehr lang. Also die Frau, das ist doch wohl der Höhepunkt. Und ich mag nichts. Ihr seid rotzfrech. Ihr könnt mal ältere Menschen gegenüber mal ein bisschen mehr Respekt zeigen, gell? Ältere gegenüber? Einfach die Schlange schon noch kommen, Langspielplatz zu kaufen. Also, aber, mir fehlen die Werte. Gehen jetzt in die Kiste, ja. Cool, machen wir jetzt in die Kiste? Ja, gehen jetzt um, seid doch so. Okay. Achtung, Leber, es kommt wieder einer. Ich meine eher, dass das Alkohol in ihrem Alter das Richtige ist. Ein noch ein Durchbruch und dann schlepperst du den Mäuer essen durch die Strohhalme, gell? Schon gut, ist die fickig. Sagen Sie mal. Hätte ihr nicht etwas anderes zum Ansehen? Ich denke mal, ungern hat das Schlüsselding so empfangen. Schilbier! Hä? Wer ist schon das und was macht dann der da? Wer denn? Schilbert, reizt mich nicht, du weißt, ich kann weh machen, wenn ich bes wär. Ja, also darf ich vorstellen, dass ich. Jacqueline Toussaint, ich wohne da, Iva. Muss ich nicht sagen. Ja, ich kann euch alles erklären, aber hopp, geh jetzt mal schnell wieder ins Zimmer. Oh, nur mal ein paar Minuten. Nee, das schon wieder mal. Ja. Also, ich glaube, das erwartest du nie. Ja, das bin ich mir sicher, ja. Mhm. Also, du wirst doch jetzt nicht vielleicht glauben, dass ich und die da, hä? Ah ja, noch stellst du dich mal an meinen Platz. Ich krieg's da auf. Und sie nicht nur mehr eine halbnackte Frau als Mann da rumlaufen, aber obendrin noch eine aus dem Schlafzimmer rauskommen.
Er ist nicht in deinem Schlafzimmer gekommen, die da war. Hey, geh du erstmal zu deinem Kollegen, ja? Nee, jetzt, wo es interessant wird, bleibt der August da. Aber Schwiegermutter, du wärst doch vielleicht nicht glauben, dass die bei mir da ist, hä? Nee, aber was wäre dann? Ei, ei, so. Ei, bei dem ist er da, ja? Bei dem? Es wird dann alles fertig, ja? Du willst doch nicht sagen, er und die? Klar, klar, du. Ah, jetzt habe ich gemeint, der Peter macht sich nichts zu trauen. Ja, ich auch. Na, nun doch mal an, sieh der Jahre, such doch der schon eine Frau. Ja. Hast du etwas getrunken? Lass doch jetzt gut sein, er weiß schon, was er macht. Ich war die so ein bisschen spinn. Bitte. Ja, also da war ich mal beim Coiffeur gewesen. Und ich da so im Badezimmer gewartet und gesessen habe, ja, dann habe ich da so rumgelesen, so vermarktet oder so etwas Ähnliches, ja. Und da war so ein Bericht drin über einen Mann, der fremde Frauen auflauert, ja. Den Rest kann ich auch ja gar nicht verstehen, ja. Kann ich gar nicht verstehen, denn es war alles in Bilder gewesen. Dann habe ich aber vernichtet, Mensch, der Peter, der muss doch auflauern. Du kommst am Schild da, aber das ist das sehr stark. Ja, Frau auflauert, gell? Ganz ja. Richtig, ja. Ganz richtig, ja. Du fangst da dich ja nicht an. Ja, was soll ich da sagen, Schirmutter, wie mir da so am Renovieren war? Da kommt die Nachbarin da rüber. Ja, was soll ich da sagen? Sag jetzt gar nichts mehr. Ja, und dann lauft er ja so nah wie so alter Jachthund, ja. Deswegen lauft er so da rum, die, ja. Und du kannst dich gar nicht mehr laufen, wenn ich mit dir fertig bin. So, jetzt will ich nicht mehr. Schilbert, ich hoffe für dich, dass du mir keinen Knopf an der Backe genäht hast. Oh, woher dann? Du sollst dich zweimal Turtle sehen, ja? Geh, Schilbert, Peter, ja, geh sagen doch mal so das, was du uns so vorher erzählt hast, du, je? Hä? Stell dich doch nicht so dran, dass ich mir ja alles schon nicht durchgegangen, nicht wahr, ja? Hey, was soll ich denn? Hey, sag doch mal was Nettes, du Idiot, du! Ach so, ja. Du, du bist meiner Stern in meiner Nudelsuppe. Kurz entschuldige, du hast nur ein paar Sekunden. Ja, diese Schwiegermutter, ja. Es so geht ja da schon stundenlang. Und wieder viel besser an diesem Punkt sind sie noch nie gekommen. Da geht sie recht fort ins Zimmer. Das ist ein Ding. Ja, das ist ein Ding. Mm-mm. Das wollte ich aber auch sagen. So ist schlimmer. Lolita! Was ist los? Angelo? Angelo, was ist mit dir passiert? Das spielt keine Rolle. Wir gehen. Ich habe noch nichts angefangen. Wir gehen. Abkassiert habe ich auch nicht. Das brauchst du auch nicht mehr. Hier lassen uns wir nicht mehr blicken. Camarente? Ich hol mit Mantel. Hey! Haben wir uns nicht schon irgendwann wohl gesehen? Nein. Egal. Wenn ich nur mehr wüsste, wo ich einen Schlüsseldienst herkriege. Ein Schlüsseldienst? Wozu? Ich habe mich ausgespart. Ich kriege meine Haustür nicht mehr auf. Ich wohne da über. Das ist für Angelo kein Problem, Signorina. Ja, meine, ihr kriegt meine Haustür auf. Sicher. Haustüren, Autotüren, Gefängnistüren, Himmelstüren. Ich für Angelo kein Problem.
Dann komme er mit mir. Kommst du auch mit? Jetzt zeig ich dir meine neue Wohnung. Ein klar. Ich bin gespannt, ob wir diesmal an den Schlafzimmer gehen, wo ich komme. Ja. So. Ciao, ciao. Hi. Ja, da werde ich auch mal gehen. Ich weiß zwar nicht, was da vor sich geht, aber ich denke, bei dem Chaos da wirst du jede Minute gebringen, ja, als deine Überraschung gelungen wird. Aber mit dem Caroline werde ich reden müssen. So, das. Da ist die Pater fort. Und du ruinierst nicht nur ihre Wohnung, aber noch viel Stano mit Kreaturen. Man hat gerade gemeint, man wird hier im Jurassic Park. Ist jemand ein Gemeter? Ja. Ist doch ein Ding da, hä? Sind Sie doch in der Kur, dass Sie alles schnell los war. Duschide, könnte ich mir bei dir noch ein bisschen etwas aus dem Trikot lehnen? Im Schacklinziner, gell? Der kriegt noch Armut, ich sag das. Ah ja, Peter, Alter, dann nimm doch jetzt gerade, was du willst. Ich brauche ja das eigentlich ja nicht mehr, gell? Ja. So, aber ich muss jetzt verschwinden von da, denn jeden Moment kann da meine Karin da aufgreifen, gell? Also, hoppla, Also, mach's gut. Und weich, ja. Bis in einer knappen Stunde geht mein Fluch sein. Also, wir telefonieren uns. Klar, ja. Okay, ja, alle, gut, ne? Also, ja, alle. Malachka, oh. Ich komme. Nee. So. So. Von hier besser, hä? So. Hallo Peter. Hallo, Caroline. Hast du uns lieber voll? Oder hast du gehst du für bessere Zeiten? Ich, nee. Wo ist denn der Schiedel, ja? Da steht da hoch. Irgendwie weiß ich gar nicht, wann er sich nochmal kommt, ja. So, der ist fort. Ja. Dann ist ja alles gut, hä? Bitte. Er ist doch auf dem Weg nach Mallorca, oder? Ja, hast du gemeint, ich habe von seinem Mallorca-Plan nichts gewusst? Was? Ihr Männer, ihr seid ja so blöd. Ich verstehe nicht ganz. Bei einer Arbeit wollte ich aus dem Schlafzimmer telefonieren. Und dummerweise habe ich ja nicht gewusst, dass der Schilbert vom Wohnzimmer telefoniert. Aber weil wir zwei Apparate haben und nur einen Anschluss, da hat man ja im Schlafzimmer jedes Gespräch mitgehört. Da habe ich auf der einen Seite Pech gehabt, weil der Schilbert telefoniert. Aber auf der anderen Seite habe ich Glück gehabt, weil er zwei seine Arbeit gerade von den Mallorca-Plänen geredet haben.
Zuerst war ich ein bisschen geschockt. Aber nach ein paar Tagen habe ich mich gefragt, was ich falsch gemacht habe, dass der in mir so Belastung sitzt. Oh, nein. Oh, doch. Und dann habe ich decidiert, ein neues Leben in Mallorca anzufangen. Nein. Doch. Aber nicht ohne mich, sondern mit mir. Die Idee mit der Schönheitskur, die war ja nicht schlecht. Aber weil ich so Wochenende hasse, habe ich mir gerade in Sagemin im Hotel ein Zimmer geholt. Natürlich habe ich ja gewusst, dass das erste Termin erst die nächste Woche ist. Aber im Schilbier, gell, den muss man ja nur eine Decken umgeben, so runterleieren, dass am Ende selbst schon glaubt. Und wenn er schon vor 3 Monaten gebucht hat. Und stell dir mal vor, ich habe schon neue Mieter für die Wohnung. Für die Wohnung? Hast du schon neue Mieter? Für die nächste Woche? Na klar. Schließlich fange ich mit meinem Mann ein neues Leben an in Mallorca. Kommen meine Herren. Je, Augusta, mach mal ein bisschen schneller. Ja, was? So richtig verstehe ich ja die Aktion da ja auch nicht. Zuerst alles ausrummen und dann wieder innenrummen. Na ja, mir ist ja egal. Den Moment, wo die bezahlen. Der Peter stellt dir mal vor, die Normieter, die will jetzt die Wohnung mit Sondermöbel. Hallo, bonjour, Sally. Bonjour. Also, nimm's sportlich, Peter, gell? Und mach's. Ja, gut. Ja. Du, gell? Du bist wahnsinnig. Du kannst recht haben. Aber der Schilbier, der hat deinen Wahnsinn nicht nur mal geheiratet. Jetzt muss er sogar noch nah dran bis nach Mallorca. Und jetzt muss ich mich entschuldigen, weil mein Taxi wartet, gell? Ja, ja. Hallo, au revoir, salut. Es sieht so aus, als wenn wir heute mit dem Innenrummen nicht mehr ganz fertig wären. Und morgen früh müssen wir das machen. Richtig. Hättest du etwas dagegen, wenn wir da übernachten, Peter? Nee. Bist du zu viel? Oh, nee. Nicht schon wieder, nee. Peter! Nee. So, der Ode hat die Wurmstadt-Trupp ein Stück präsentiert zwischen Wahnsinn und Mallorca in 3 Akten. Und dann mitgespielt ist Charmaine Soder Marijan. Zu Augusta Nominatoni. Angelo, dem Lolita sind der Zuhälter, der Antoine Kirsch. Der Klaus Sever-François. Jacqueline Toussaint, d'Orchestre Sabine. Lolita, Pafia Mallory. Peter Eriksson, Herr Jean-Michel.
Und die Schilderbilder steht der Marcel. Unsere Mette Marcel, das war gewesen Margaret Kirsch und Margot Heckel. Machbar vom Papa Josef, vom Sébert François, vom Enno Janot und vom Fischer Marc.